Herr Kral, als erfahrener Flottenmanager, was würden Sie denn sagen vor dem Umstieg auf Elektromobilität in einer durchschnittlichen Firmenflotte? Was sind denn die größten Unbekannten? Was sind die größten Fragen? Also ich glaube mal, das Erste ist die durchschnittliche Firmenflotte. Das ist ja mal schon schwer, weil die Fuhrparks doch sehr, sehr unterschiedlich gestrickt sind. Wir haben einen relativ hohen Anteil zum Beispiel von Nutzfahrzeugen. Bei den Nutzfahrzeugen sind natürlich andere Kriterien für die Wahl des Elektrofahrzeuges, Verfügbarkeit. Wie schaut das aus? Anhänger beispielsweise. Wie sieht das aus mit Einrichtungen und. Gewicht, wenn wir also Maschinen, Reinigungsmaschinen mitführen. Bei den PKWs, denke ich, ist das ganz, ganz unterschiedlich. Aber alle, die was davon verstehen, haben uns gesagt, testet das vorher, schaut, lasst die Mitarbeiter gewisse Zeit einmal fahren, schaut, wie sind die Ladevorgänge, wie sind die Strecken, wie sind die Gegebenheiten, bevor man dann endgültig eine Entscheidung treffen kann. Das sind jetzt alles sehr technische Kriterien. Gibt es denn auch sowas wie persönliche Kriterien, interne Widerstände von Mitarbeitern, die sagen, ich will partout kein Elektroauto fahren oder partout kein Hybrid fahren? Na, also im Prinzip ist es so, dass wir die Fahrzeuge versuchen, so weit wie möglich zu standardisieren. Das heißt, wir legen fest, welches Fahrzeug, welche Marke, welche Type würde unseres Erachtens nach für die Mehrzahl der Mitarbeiter sinnvoll sein und entsprechen. Und dieses definieren wir. Und da sind wir in der Findungsphase, was hier Sinn macht, was also von der Verfügbarkeit her Sinn macht. Und sobald das geklärt ist, können wir das entscheiden. Aber es gibt also keine großartigen Widerstände, die wir erkennen. Es gibt wohl ein paar Dinge. Wir hatten früher zum Beispiel nur, gibt es einen Vorstabzug, ja oder nein? Jetzt haben wir ein Jein. Ne? Wenn das Fahrzeug über 40.000 Euro ausmacht, dann muss ich das irgendwie handeln können, beispielsweise. Ein großes Plus für das Elektroauto in der Firmenflotte ist sicher der Kostenfaktor im Moment. Wie sehen Sie denn das, wenn sich die Förderlandschaft mit der Zeit ändert? Sehen Sie Flotten dann wieder zurückgehen zum Verbrenner oder wieder zurück vom Elektro zum Hybrid? Zum einen glaube ich, dass die Förderungen derzeit noch gar nicht alle genutzt werden, weil sie so vielfältig sind. Wir hörten da, was also alles möglich ist bei Nutzfahrzeugen, Bundes-, Landesförderung. Da kommen zigtausende Euro zusammen bei schon wenigen Fahrzeugen. Ich denke, dass die Förderlandschaft sich also hier reduzieren wird. Das denke ich schon. Aber dass es ein Zurück gibt, glaube ich nicht mehr, denn Sie haben bei den Einstiegsmotoren, wie man früher gehabt hat, gibt es keine Diesel mehr. Das ist zu teuer mit Euro 6. Das heißt, da hat man nur mehr Benziner. Benziner will man nicht aus CO2 und sonstigen Gründen. Das heißt, ich glaube nicht, dass es einen Weg zurück gibt. Persönlich dachte ich, dass vielleicht das Erdgasthema größer greift, als es letztlich gegriffen hat. Das hat sich nicht so wirklich durchgesetzt. Aber ich denke nicht, dass es einen Schritt zurückgeben wird, selbst wenn die Förderlandschaft geringer wird. Abschließend noch eine Frage, ein bisschen weg von der Elektromobilität. Derzeit großes Thema ist ja die Verfügbarkeit überhaupt von Fahrzeugen. Wie ist denn das bei Ihnen in der Flotte? Ist das schon problematisch aufgefallen und wie sehen Sie denn die Entwicklung der nächsten Monate? Es ist insofern problematisch ausgefallen und aufgefallen, da wir hier einen Hersteller haben, der derzeit einen Bestellstopp hat. Und natürlich können wir jetzt schwenken auf eine andere Marke, Modell. Wir sind nun mit unserem Verkäufer sehr, sehr zufrieden, der uns wirklich also gut durch diese Zeit geführt hat, noch Fahrzeuge vorbestellt hat, sodass wir hier jetzt einmal über die Runden kommen. Hätten wir aber jetzt, ich sage jetzt 3, 4, 5 Totalschäden, technische Defekte, wäre das natürlich ein Problem. Wir haben Gott sei Dank auch relativ frühzeitig schon Fahrzeuge bestellt, sowohl PKWs als auch Nutzfahrzeuge, haben aber auch noch die Situation, dass sich unser hauptsächliches Nutzfahrzeug jetzt verändert von der Plattform her und wir hier ohnehin schauen müssen, was die Zukunft dazu bringt. Herr Kral, danke für das Gespräch. Gerne.